Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ihr dieses YouTube-Video gar nicht seht. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Wenn ihr es seht, kann es jetzt sehr, sehr schlimm werden und unangenehm. Ich bewerte heute alles von euch. Also wirklich alles. Ich habe einfach gesagt, schickt einfach irgendwas rein in den Discord und ich werde es bewerten. Lasst einen Daumen nach oben da oder nach unten und abonniert den Kanal. Road to 100k auch auf dem Drittkanal. Bald. Discord das allererste Mal alles bewerten einfach. Es wird einfach alles bewertet. Digga, das ist so geisteskrank viel. Das muss aussortiert werden. Bist du gerade extra weggegangen mit dem Sub zusammen? Ja, das muss ich Ballett machen. Aber im 12., mein Bruder. Genau ein Jahr. Wie lange bist du angestellt bei mir? Als Dinger, ein Designer 2 Jahre, als Cutter 1 Jahr. Dann 1,5 Jahre schon Cutter. Rall, danke schön für den Gift-Sub. Rall, danke schön für den Gift-Sub. Okay, wir gehen rein. Als allererstes haben wir ein Bett einfach. Oder ich sag dir ehrlich, das ist schon ein sehr, sehr hässliches Bett. Ich check das auch nicht. Also, das sieht ja nicht mal aus wie ein Doppelbett. Ist das einfach auf Boden? Oder sieht nicht mal aus wie eine Matratze. Es sieht einfach aus wie so ein Stoff. Ich sag nur, das ist gar kein Bett eigentlich. Der will uns so tricksen. 0 von 10 Bett, sag ich ehrlich. 0 von 10. Wir werden hier Kritik ausschöpfen, aber wir werden ehrlich sein. Okay, jetzt haben wir eine Jacke zugeschickt bekommen von Adidas. Ich muss sagen, die Farbe und so von der Jacke gefällt mir. Das Adidas-Zeichen auch cool. Aber das an der Seite finde ich zu viel. Ich finde das zu viel. Mit Adidas. Bruder, zu viel Adidas einfach. Das sieht aus wie so eine Werbejacke. Aus so einem Werbespot von Adidas. Das ist mir zu viel. Und nur die Jacke an sich, ohne dieses an der Seite, wäre für mich sogar so eine 7, 8 von 10. So ist es so eine 4, 3. So, Bruder, einer will, dass wir seinen Hund bewerten. Einer hat einfach seinen Hund reingeschickt. Zum Bewerten. Sein Hund. Da ist einer zu viel. Oh! Fenerbahçe-Trikot. Das ist schön. 10 von 10. 10 von 10 Trikot. Was sagst du zu dem Ergebnis? 1 bis 10? Wo ich das heute gesehen habe. Ich hasse Liverpool, also 0 für mich, aber krankes Ergebnis. Warum hast du Liverpool? Ja, weil die alles von Rom abgekauft haben. Ey, Salah, Alisson. Dann sind die unverdient weitergekommen. Halbfinale gegen Rom. 7-0 ist schon geisteskrank, muss man sagen. Boah. 10 von 10. 10 von 10, Teamchat. Man muss aber sagen, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass es damals so war. Aber zu der Zeit damals hatte Real Madrid auch ein geisteskrankes Team. Auch. 10 von 10 kriegt es, das Team. Wolwig. Bruder, es werden sehr gute Sachen hier reingeschickt. 10 von 10 Wasser auch. Ich hab... Wo ist mein Wasser? Hier. Auch Wolwig immer. Wolwig ist das beste Wasser, was es gibt, finde ich. Bestes Wasser, was es gibt. Ist, glaube ich, aber auch ein bisschen teurer als normales. Ist es teurer? Also, wie ich trinke kein Wolwig. Chat, wer von euch hat auch dieses Aldi-Wasser? Dieses ganz normale blaue... Saskia, oder? Meinst du? Nein, nicht Saskia. Saskia ist Lidl. Dieses Aldi-Wasser, dieses blaue oder rote. Wie heißt das? Quellbrunn? Irgendwie sowas, Quellwasser. Oh, Digga, einer schickt Parfümreihe rein. Einer schickt Parfümreihe rein, Digga. Die Yosso Wasch halt ein bisschen ausgelullert. Sehr ausgelullert. Sogar so lange schon ausgelullert, dass man es wieder tragen kann. Aber das hat mir meine Ex-Freundin geschickt, deswegen mag ich das nicht. Valentino Uomo, das kenne ich auch noch. Und den Rest, das hier ist Louis Vuitton, kenne ich nicht. Also, ja, du hast eine fette Sammlung, ne? Einfach weil so viele Parfüms sind, kriegst du schon von mir eine 5 von 10. Plus dann noch, wie die Parfüms riechen, aber das weiß ich leider nicht. Ich kenne nur Valentino Uomo und Dior Sauvage, deswegen gibt es von mir eine 6 von 10. Obwohl, eigentlich kann es auch eine 10 von 10 sein, aber das weiß ich halt einfach nicht. Ich kenne diese Düfte nicht. Boah, diese Karte kriegt von mir eine 0 von 10. Bruder, war auch klar, er wusste ganz genau, dass ich mir eine 0 von 10 gebe. Hamid? Dann das Bild von Carlos Soler, Bayern-Wappen. Albanistan-Flagge ist okay, damit kann ich leben. Rating 22, gottlos. Boah, was sagst du? Wenn du heute hier pennen willst, was sagst du? 10. 10 von 10? Genau so. Genau so macht man das. Sportverein Illingen. 0 von 10 Mannschaft. Größte Müllmannschaft, die es gibt, Illingen. Illingen, größte Müllmannschaft, die es gibt. Kennst du, einer hat das reingeschickt, das ist sein eigener Verein. Er dachte so, ich sag so, boah, geil und sowas. Ich hab einfach seinen Verein gefrontet, Chat. Ja, sein Verein gefrontet. Einer hat Video reingeschickt. Hättest du da sein? Stehen wir gerade so hin. Ah, ich hab auf leise. Genau so, okay? Wenn ich höre das. Mach von unten.
Spoiler. Oha! Ich wollte gerade sagen, Digga, was schickt er mir für einen Kack, Digga, aber geisteskrankes Team, Pelé 109er. 109er Rating. Aber Romagnoli muss raus. 93er Rating ist schon sehr, sehr schlecht. Rest des Teams geisteskrank, Digga, Pelé 109. Von mir 9 von 10 das Team wegen Romagnoli. Boah. Diego Armando Maradona Sockenchat. Ich sag 8 von 10, weil die sehen behindert aus, als würden die stinken. 8 von 10. Bewerte mal mein Onkel. Was überhaupt für ein Bild, Digga? 2 von 10. Boah, ich weiß noch, die waren damals. Sind das Sahara Cage Nee, oder so? Nomorachi. Die waren damals in eine Zeit lang. Ich hatte kein Geld aber für die Schuhe. Und ich fand die damals, fand ich okay, aber jetzt finde ich die so. So, ehrlich gesagt, 2 von 10 Schuhe. Ich glaube, das ist mein erstes Intro. Mein allererstes Intro, was ich jemals hatte, Chat. Also nach dem einen, was ihr gesehen habt mit Taro FIFA. Das erste Hamid Loco Intro. Ah ne, es war auf dem Zweitkanal das Intro. Es war auf dem Zweitkanal das Intro, Digga, schon. Ich muss sagen, das andere war besser. Das war nicht so gut, Digga. Ich sag euch ehrlich, das kriegt von mir eine 4 von 10. Oh, einer hat sein Setup reingeschickt. Boah, sieht geisteskrank aus. Ich finde aber, da ist so viel reingesteckt worden. Warum hast du keine zwei Monitore? Zwei Monitore machen so einen dicken Unterschied. Lieber woanders sparen bei Licht und so und lieber zwei Monitore. Das macht viel mehr Bock, weil dann kannst du ein Spiel spielen und nebenbei noch deine Freunde auf Discord haben, Musik machen, irgendwas abspielen und sowas. Es macht schon einen dicken, dicken Unterschied, Chat. Real Talk, ohne Spaß jetzt. El Riz. Was denn? Ja, ich kann euch was mittrinken. Nein, schon W-Riz, W-Riz, W-Riz. Ja, 5 von 10 Durchschnitt. Man ist einfach dankbar für das Essen. Man kann jederzeit essen. Das ist so eine Verwöhnung eigentlich. Und wenn man dann lange nichts gegessen hat, dann merkt man einfach so, wie geil das wirklich ist, einfach das zu essen, was du willst. Und dann wird einem wieder klar, wie dankbar man dafür sein kann, dass man nicht alles kaufen kann, was man will, zu essen. Und sich einfach ein geiles Meal machen kann. Richtig geil. Er hat recht. Das freu mich. Er hat recht, Chat. Man kann einfach essen, wenn man will. Oh nein. Ich sag euch ehrlich, der sieht mehr aus wie ich als Carlos Soler, Chat. Warum sieht der mehr aus wie ich als Carlos Soler? Das ist schon respektlos gerade ein bisschen. Aber einer hat ein Geschenk reingeschickt, vielleicht Geburtstagsgeschenk, weil hier liegt Geld. Ich wüsste nicht, was ich so, warum ich sonst Geld bewerten sollte, wenn es nicht ein Geschenk ist. Aber es ist cool, immer Geld zu bekommen als Geschenk. Da kann man nichts mit falsch machen als Schenker. Und ein Menü-Trikot. Ist ein alt, nee, ist ein neues Menü-Trikot. Nee, neues, ja, Team U. Ja, sieht gut aus. Ich finde, es sieht gut aus. Erinnert mich an das alte, was ich hatte, dieses Retro-Ding. Er will, dass ich seinen Hintergrund bewerte. Blut, Diamanten und Bosnien. Bosnien-Flagge. Ja, das Hintergrund sieht. Also ich habe nichts gegen Bosnien, aber da 4 von 10. 4 von 10. Serbien! Ach so. Ja, 3 von 10. 3 von 10. Thumbnail für dich, wo du Bayern schaust. Bruder, danke, Ey, da bräuchte macht der ich. bessere Weg, habe ich keinen Job mehr. Digga, schneid dir mal was von dem ab, Digga. Schneid dir mal was von dem ab. Junge, guck mal, wie mein Kopf, wie sauber mein Kopf geht. Ich habe einfach ein Loch in meinem Kopf, Chat. Ich habe einfach ein Loch in meinem Kopf, so eine Rundung. El Pibe de Oro. Schönes Bild, aber sehr, sehr klein. Ich finde, so kleine Bilder nerven bis. Ich habe auch so ein kleines Bild in der alten Wohnung drin gehabt. Warum ist das nicht in der neuen Wohnung, im neuen Haus? Das Bild von Maradona, Chat? Weil es von meiner Ex-Freundin war. Hamed, Fragezeichen? Okay, ich denke, ich soll das Tor bewerten. Nee, der schießt ihn, glaube ich. Nein, der macht Tor. Er hat sich selber nicht mal gefreut. Bruder, 0 von 10, Bruder. Was war das für Emotion? Er fand es krass, aber wollte einfach cool wirken. Jetzt guck mal. Er hat getroffen. Guck mal, wie er zur Kamera guckt. Nur deswegen 0 von 10. Du musst dich freuen, mehr Emotion. Sieh weg, seine Ex-Freundin hat mir geschrieben. W-Edit. W-Edit kriegt von mir ein 8 von 10. Ja. Wir haben hier eine Lego. Das finde ich cool. Ohne Spaß, wenn heutzutage Jugendliche oder Kinder sowas machen, statt, was machen sonst jetzt gerade, was schlecht ist? Draußen chillen, Vapes rauchen und sowas.
sowas machen, sind sie 10 von 10. Deswegen kriegt er für seine Lego-Sammlung auch eine 10 von 10. Fehlt dir der Kopf oder hat er einfach eine Flagge als Kopf? Das check ich nicht so ganz, aber 10 von 10. Bewerte das Bild von 1 bis 10. 10. Ja, das Licht fuckt ein bisschen ab. Also wenn man ernst bewerten würde, würde ich dem Bild so eine 6 geben. Einfach weil das Licht so schlecht ist. Embrace Weighty. Digga, was soll ich ihm für ein Rating geben, Digga? 2 von 10, so ist nichts krasses. Bock auf Kellogg's, Digga. Du? Ja. Ich habe auch noch diese geilen von Roland geklaut. Aber ich darf die eigentlich nicht essen, Digga. Mhm. Weil ungesund. Oh, Digga, ich hätte auch so Bock gehabt auf KFC heute, Chat. Real Talk. Du auch? Ja, also ich bin eh nicht so der, wo auf Ernährung achtet. Ja, das ist aber nicht gut, Digga. Dann sind die Videos schlechter am Ende. von 10. Das kriegt sowas von eine 2 von 10, Digga. Ein Zuschauer, der ringt, Chat. Da habe ich den Chat, ist so eine extravagante Sportart, kann man sagen. Macht nicht jeder. Er nimmt die von hinten. Er hat ihn rausgeholt. Oh mein Gott, wie krass. Wie krass, Digga. Das ist safe unnormal schwer. Trauben, hab ich noch Trauben? Trauben, geil. Trauben, aber müssen aber nur ohne Kerne ohne, sein. Die müssen ohne Kerne sein, Chat. Dann bocken Trauben. Mit Kerne ist so... Du musst die ganze Zeit so... Das knarscht so auf deinen Zähnen. Du musst so spucken. Du schluckst, bock nicht und sowas. Ohne Kerne ist wichtig. Das ist eine Moschee, glaube ich. 10 von 10 einfach. Sieht schön aus. Mit Ghetto im Hintergrund sogar. Champion del Mundo. 10 von 10. Was haben wir noch? Das Team hier. Toti, Van Dijk, Pedri, Toti, Nomini. Aber Rest ist nicht so gut. Also für jetzt eine 2 von 10. Für jetzt das eine 2 von 10, ja. Pluspunkt Emiliano Martinez, 3 von 10. W oder L, letzte 4 Wochen, die meistgehörten Musiker. Jazik, Platz 1, wie bei mir. Billa Joe, Dave, Reezy. Bruder, hört dieselben Artists wie ich. 9 von 10? Na, für mich wäre es jetzt so eine 5. Ich hätte ihm eine 10 von 10 gegeben, aber Juice WRLD ist da drin. Ne? Zeig mal dein Tattoo. Digga, einfach Juice WRLD 999 Tattoo, Digga. Genau wie Sydney. Nicht wegen Sydney. Ich feiere Juice WRLD über alles. Ich weiß alles über Juice WRLD. Juice WRLD, alles. Juice WRLD, Chat. Justin feiert Juice WRLD, Chat. Juice WRLD. Juice WRLD, Chat. Nicht das mal und die Verbesserung rausschneiden einfach. Juice WRLD, ne? Ich feier Joe's Wood. Oh, Gengar, super Pokémon. Ist aber so ein Standard-Pokémon, wenn man so Gengar sagt als Lieblings-Pokémon. Ist ein bisschen langweilig, weil viele sagen Gengar. Aber ist ein cooles 7 von 10 Pokémon. Und als Kuscheltier 8 von 10. Was soll ich da bewerten? Sieht man noch nicht. Schenkel kriegen eine 9 von 10. 10 von 10. Nee, 9 von 10, muss ehrlich sein. Wäre das ein Schwarz-Weiß, wäre das geiler gekommen oder Weiß-Blau, wäre es auch cooler gekommen. Ich finde das neue Adidas-Logo auch übel geil. Das hier? Ja. Ich weiß nicht, was daran neu ist, aber ja. Ja, ohne das so fetter und ohne den Namen und so. Boah, ist schon böse, Digga. Das ist ein BMW X6, wusstest du das? Nee. Ja. M. Ja, M-Paket. X6 M-Paket. Da steht hier so, hier, da steht da sogar. Ja. Krass. Hab ich nicht gesehen vorher. Krieg von mir eine 8 von 10, das Auto. Schönes Auto. Er wollte Sasuke zeichnen. Oder sie hat Sasuke gezeichnet. Ich habe gemalt, wie findest du? Ja, Bruder, das ist auf jeden Fall... Das auf jeden Fall sagen wir, das ist eine 7. Hast schon gut gemacht. Ich bin komplett ehrlich bei sowas und ich würde ihn jetzt nicht irgendwie schlecht reden oder so, aber ist auf jeden Fall eine 7. Die Schweiz. Boah, die Schweiz als Land kriegt von mir eine 6 von 10. Sehr viele Minuspunkte für die Preise. Viele Minuspunkte, weil die aus der Schweiz denken, die sind krasser als die aus Deutschland. Und wegen diesem TikToker Adi Tomoro oder wie der heißt. Boah, er fuck mich behindert ab mit seinem Schweiz-TikTok. Oh, noch ein Minuspunkt. Und noch ein Minuspunkt. Digga, guck mal, wie lange dieses Video geht. Ich spare uns diese Nerven und gehe raus. Er ist gebannt.
Hemd hat eine Besonderheit, seine Hässlichkeit. Peace, Leute, was geht ab? Ich bin Marvin, das Geld ist drum. Ja, nur mir, Leute. Also ich muss sagen, das geilste Foto von dir wirklich ist das, wo du von Sonne gestaltet bist und ein Real Madrid Trikot hast. Weißt du, wer du meinst? Nee. Wo, von wo denn? Das hast du mal als WhatsApp-Profil mit. Und den Dinger, Tinder auch genommen. Wo ich so, Real Madrid Trikot? Nee, ich weiß, wer du meinst. Hey Jungs! Ja, Bruder, was ist los? Ich hab mich verliebt. Junge, du Lutscher, du doch nicht. Ich geh sowas von raus. 0 von 10 edit. Das ist jetzt Troll-Chat, Real Talk. Das ist einfach nur noch Troll. Da will uns irgendwer. Ja, die sieht natürlich obviously 10 von 10. Minus 8. Minus 1. Minus 1. Boah, das Setup ist. Für das, was er hat, super gemacht. Aber das, was er hat, ist eine 4, 3 von 10. 3. Aber das Gute ist, er hat das clever gemacht mit den zwei Monitoren. Er hat seinen Laptop, er hat sein Ding. Ich hatte damals immer nur Laptop und ich wusste nicht, wie krass das ist, nochmal einen anderen Monitor zu haben. Er hat es gut gemacht. PC plus Laptop einfach daneben gestellt. Ja, schöne Message. Schöne Message. Nein zu Club, ja zu Religion. W-Message. Das hier kriegt eine 10. Das, dieses Edit, wo Messi als Bild drauf ist, kriegt eine 10 von 10 von mir, Chat. Ohne, dass ich es überhaupt gesehen habe. Ohne, dass ich es überhaupt gesehen habe. W-Messi in den Chat. Die Nummer 1. Die Nummer 1. Oder was? Was soll ich hier bewerten, Digga? Was soll ich hier bewerten, Digga? Er schickt einfach ein Bild von einem muskulösen Bär. Monkey D. Ruffy. Das, ey, ach, das ist eine Zeichnung. Ich dachte, das wäre ein Bild kurz. Ehrlich stark, das kriegt von mir eine 7 von 10. 6 wollte ich jetzt sagen, aber er kriegt eine 7, weil ich One Piece auch, also Anime ist cool finde, Naruto besser. Aber One Piece auch cool, 7 von 10. Du darfst bewerten jetzt. Also die Schuhe sind geil, weil die so eine Socke haben, weißt du? Für mich ist es eine, ist auch bunt, ich feiere bunt. Die Farben auch. Ja, ich feiere bunte Schuhe, weil die knallen so raus, dann haben Leute mehr Auge auf dich. Für mich sind die Schuhe eine 9 von 10. Obwohl ich Adidas. Adidas feiere ich mehr. Aber 9 von 10. Ja. Diamanten, ne. Kriegt von mir eine 8 von 10 tatsächlich. Aber das Ding ist halt auch nur. Es wird eine 10 von 10 bekommen. Aber es sind nur 2 Diamanten. Er hätte uns die ganze, alles zeigen sollen, wie viele es sind. 2 von 10. War ein lustiges Video. Als lustiges Video? Ja. 8 von 10. Ja. Nee, Digga, voll viel. Ich habe gesehen, gerade voll viele haben geschrieben wegen Ding. Zweikanal-Video, ne? Dass die ganze Zeit kein Ton ist. Echt? Was? Wo? Na? Heute! Ja, lass das. Irgendwo. Sind die keine Angst? Nee. Ja, ich zieh an. Genau den hier. Ja, anscheinend nur random Stellen. Nee, Digga. Anscheinend nur manche Stellen. Okay, ist nicht schlimm. Passiert. Oh, Italien, irgendwas mit Italien. Ah, ja, Mann. Italy before? Mit Wasser. Wie jetzt? Guck, überschwemmt. Ist das jetzt vor kurzem passiert? Mhm. Kommst du nicht aus Sizilien sogar? Mhm, aber also? Mitte Sizilien, da kann sowas nicht passieren. Falls das ist, was jetzt kommt. Ja, Sizilien, nicht Italien. Geisteskrank. Das war am selben Tag wie Türkei Erdbeben. Am selben Tag? Mhm. Oder ein, zwei Tage, also in denselben Zeitraum. Zwei, okay. Drei, ja. Geisteskrank, Chat. Gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Obwohl ich sogar Kollegen aus Sizilien habe. Und Justin halt aus Sizilien ist. W-Trikot, ja, ich feiere das Trikot auch. Geiles Trikot. Das Bild bewerte ich nicht, Digga. Ja, Digga, 10 von 10 Bild, ehrlich. Oder wenn ich das sehe, muss ich immer lachen. Wenn ich das sehe, muss ich immer direkt anfangen zu lachen. Okay, wir nehmen noch drei Sachen rein.
Oh, du sagst. Oh, 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 oh. Warte, warte. Rom hat heute 1-0 gegen Juve gewonnen. 1-0 gegen Juve gewonnen. Okay, du sagst Stopp, okay? Ja. Guck weg. Stopp. Oder wir müssen diese Chicago Bulls Jacke bewerten. Früher war es für mich eine 10 von 10, aber mittlerweile. Ich habe damals niemals Geld gehabt für Chicago Bulls Sachen. Jetzt habe ich Geld für Chicago Bulls Sachen, aber ich habe sie nicht. Hat einen Grund. Damals hättest du mir auch wahrscheinlich geholt, aber die Jacke fände ich, glaube ich, auch damals nicht so geil. Die Caps damals waren krass. Ja, ja. Jetzt kriegt von mir eine Original eine 1 von 10. Ja, für mich eine. Als Fan ist vielleicht ganz gut. Aber selbst als Fan würde ich dem nur eine 6 von 10 geben, weil es nicht cool aussieht. Ja, für mich wäre es eine 6. Okay, guck wieder weg. Sag Stopp. Stopp. Oder wir müssen einfach ihn bewerten. Oder seine ausgeprägte Rückenmuskulatur, Trizeps stark, sieht Schulter stark. Dein Doktor? Mhm. Auf Ernst jetzt? Ja, mein Doktor. Ja. Glatze, feil ich nicht so. Also mein Dinger. Gib ihm 6, 7 von 10. Ja. 6 von 10, 6 von 10 aussehen, du? Ja, 8 von 10 schon. Okay, guck weg. Letzte Bewertung. Gerade noch. Okay, mach nochmal. Stopp. Dieses Team hier. Müssen wir. Ah, nee, wir müssen. Oh mein Gott, Digga. Spaß, das war das Team. Oh, Jazin, hä, geht. Geht auch, finde ich, für diese Zeit von FIFA. Ist nicht so krass. Nee, es wäre so ein Dezember-November-Team. Es kriegt aber trotzdem 6 von 10 von mir. 5. Weil es jetzt ist. Jetzt ist halt nicht mehr so krass. Was kriegt's von dir? 5. Du hast mir geklaut. Okay, jetzt sag ich nochmal Stopp. Okay. Stopp! Wow. Geiler Ausblick. Und mit diesem Bild beenden wir das Video. Lasst einen Daumen nach oben da oder Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat und und geht aus dem Video weg. Oder klickt woanders hin einfach, Digga, drückt weg. Das Video ist jetzt zu Ende.